Herzlich willkommen zum Saarlandwetter. Einen schönen guten Abend. Derzeit herrscht Hochdruckeinfluss im Saarland. Im Sommer ist es dann ja oft sonnig, im Winter hingegen eher oft neblig. Daher hatten wir heute richtiges Glück mit diesem sonnigen Tag. Und genau den schauen wir uns auch sehr gerne noch mal an. Hier am Beispiel Göttelborner Höhe. Die Werte liegen heute zwischen 2 und 7 Grad, wobei es im Hochwald noch am mildesten war. Der Wind weht heute nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Ein Hoch mit Schwerpunkt über Südfrankreich bestimmt derzeit unser Wetter. Morgen macht sich allerdings der Ausläufer eines Tiefs über Nordosteuropa bemerkbar. Und damit wird dann feuchtere Luft ins Saarland geführt, die wiederum für den Nebel in den kommenden Tagen verantwortlich sein wird. Und es wird auch schon frisch in der kommenden Nacht. Gegen 21 Uhr erwarten wir bereits nur noch +3 bis -2 Grad. Die Nacht wird, Sie sehen es hier, meist sternenklar sein. Stellenweise bildet sich Nebel. Viel wird es allerdings nicht, denn dafür ist die Luft eben noch zu trocken. Und jetzt schauen wir uns die Werte noch mal auf der Karte an. Die Tiefswerte liegen heute Nacht bei 0 bis -5 Grad. In den Tälern ist es dabei kälter als auf den Bergen. Tholey -1 Grad, Heusweiler -3 und Neunkirchen. Hier erwarten wir -5 Grad. Morgen scheint die Sonne zunächst am Vormittag. Vereinzelt gibt es Nebel und auch lockere Wolkenfelder für längere Zeit. Morgen Nachmittag bleibt es dann nur noch zeitweise sonnig. Dann tauchen aus Norden her dichtere Wolken aus. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Kirkel, 4 in Buß und 3 in Marpingen. Und jetzt schauen wir auf die Prognose. Ab Mittwoch an Neujahr erwarten wir ruhiges Hochdruckwetter. Dabei wird es regional trüb durch Nebel oder Hochnebel sein. Ansonsten sonnig. Tiefstwerte liegen zwischen +1 bis -4 Grad, Höchstwerte bei 1 bis 6 Grad. Donnerstag wird es dann teils neblig, trüb oder wolkig, teils freundlich sein. Auch meist trocken bleiben, Höchstwerte bei 1 bis 6 Grad. Freitag wird es dann schon wieder wechselhafter. Sie sehen es hier, zum Teil dichte Wolken, nur noch wenig Sonne, gelegentlich auch Regen. Höchstwerte liegen dann zwischen 4 und 7 Grad. Und am Samstag haben wir einen Wechsel aus Wolken und Sonnenschein. Dazu einzelne Schauer. Tiefstwerte liegen dann bei +3 bis -1 Grad und Höchstwerte bei +2 bis +6 Grad. Und jetzt schauen wir uns noch das Deutschlandwetter an. Zu Silvester wird es in der Mitte und im Süden morgen freundlich, teils bewölkt. Vor allem im Osten kommt dann etwas Regen. Verbreitet bleibt es aber trocken. Im Norden gibt es dafür dann viel Sonnenschein. Das Ganze insgesamt bei Werten zwischen 1 und 9 Grad. Und jetzt schalten wir live ins Studio zum aktuellen Bericht. Julia Lehmann ist heute Abend nämlich für Sie da. Julia, hi. Was sehen wir zum Jahresende hin bei euch? Hi Selina, bei uns geht es heute um Feuerwerk an Silvester. Für die einen gehört das ja unbedingt dazu, die anderen finden aber, das ist eine reine Geldverschwendung und schlecht für die Umwelt. Auch der Saarbrücker BUND fordert jetzt ein Böllerverbot. Wir fassen mal die Position zusammen und haben nachgefragt, wie die Saarländer darüber denken. Außerdem besuchen wir Annette Breit aus Höchen in ihrer eigenen Tankstelle. Morgen geht sie in Ruhestand und zwar mit 85 Jahren. Und dann schauen wir noch, was 2019 so los war. Im dritten Teil unseres Jahresrückblicks kümmern wir uns um die Monate September bis Dezember. Sehr schön. Julia Lehmann, lieben Dank dir. Den aktuellen Bericht, den sehen Sie zu Hause ab 7:20. Und um 7:45 melden wir uns dann noch mal mit einem Wetterupdate für Sie. Und jetzt gibt es noch die Zusammenfassung für Ihren Silvesterdienstag. 2019 endet in der Großregion doch recht sonnig. Nur in Idar-Oberstein und hier unten in Straßburg haben wir morgen mehr Wolken und mehr Nebel als Sonnenschein. Und dabei liegen die Werte zwischen 2 Grad in Straßburg und 7 Grad zum Beispiel in Kaiserslautern. Und damit verabschiedet sich das Saarlandwetter. Wir sehen uns entweder 7:45 oder nächstes Jahr wieder, wie Sie mögen. Einen schönen Abend und vorab auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch von uns. Tschüss.